Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pilzig. Und jetzt schmieden wir mal einen Plan, wie wir die Plünderer von ihrem befestigten Schiff wegkriegen. They've got guards posted on the pier and the boat. There's no way we can take them all at once. Our only hope is to distract them while we sneak on board. Sehe ich auch so, ja. We should burn their stuff. That'd work. We could burn the supplies or the hay they keep for the horses. Whatever we don't burn, we should take. Ruby'd love to have the horses. Ich würde sagen, but I'd rather steal those supplies. I could build traps. Das lockt so richtig ab. Burn the supplies. We'll take the horses and the hay if we can. Ruby'd help with that. She's like a horse whisperer. Ja, Pferde braucht man vielleicht jetzt nicht so dringend, aber die Vorräte lockt 200% ab. Fresse wäre eigentlich wichtiger. That guy I told you about, James? He sent in walkers to save us from Lily and Abel. Maybe we could convince him to do it again. If we lead a big enough group of them onto the beach, we can blend in without being seen. Ja. Also wieder Rückkehr zu James. Das finde ich gut. Dann fand ich eh ganz cool. Perfect. What about after we get everyone home? I mean, the Raiders will just come attack us again. What then? Kriegen sie halt auf die Schnies. Hide, quick. Wieder so ein Plünderer, ne? Ja, denn ihr Gruppe hat ja auch noch keinen richtigen Namen. Die Lily Raiders, oder wie man es auch immer nennen will. Ja, ist das nur die Vorsamer, die Umbringer, oder? A Raider. Has to be. You all stay here. I'll see if they know anything that could help us. Oh je. Was ist das jetzt wieder wert? Oh, scheiße. Drop it. How many of you are there? How many of who? I'm not fucking around. Answer the question. Eight. There's eight. Okay. Clementine, wait. Nein, das war saudumm. That's Minnie. Ach. Ach, Motor. Okay, die können wir bestimmt auf unserer Zeit ziehen. I wasn't sure. I mean, I heard they burned half your school down. Who survived? Ruby? Mitch? Brody? Ten? Ruby and Ten made it. Mitch didn't. And Brody, she died. Ten's boots holding up okay? His boots? They're so old, they're more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. His boots are fine. Here, Clementine. The girl who took over after Marlin died. Die scheint uns nicht so zu mögen. I thought everyone would want to lean on their own. Not the new kid. Yeah, I'm in charge. What a freaking fantastic job you've done. Excuse me? Abel figured he could talk Marlin into handing everyone over like he and Lily did, like they did before. You ruined the whole plan. What the hell? He gave you and Sophie away. Yeah, and we all survived it. Marlin would have never made them fight the way you did. Toll. He wouldn't have gotten people killed. Yeah. Minnie, you're wrong. Clem protected us. Ja, du klingst wie eine von denen, stimmt schon, aber... And how come so many people were dead? He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. Ja, vielleicht öffnet er das mal die Aare, die Kuh. Das war nämlich so ein kleiner Geheimniskrämer, ihren lieben Marlon. She died protecting the Delta. A hero. Toll. Du horchst's. A hero? Minerva! Shit. Halt bloß die Fresse, Mädel. Rockingham!
Finish up and head back. I want to be in before dark. Boah, halt jetzt bloß die Schnauze. Frau Sidecut. Yes, Mann. Okay. Wenn wir so auf unserer Seite. Our boat leaves for the Delta in 2 days. Okay. Then it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. The only way you're gonna save your people is to let us take them. Na großartig. Komm zurück, wir bringen dich um. Ten würde sich schämen, aber. It's not too late, Minnie. You could come back to the school with us. Minerva wird sich das merken. Sind wir einfach nur nett zu ihr. Die ist anscheinend zu sehr jetzt einer von Lilys Leute. Tja. Are you okay? Nothing's changed. Okay. Our plan is to get onto the boat and save our friends. So that's what we're gonna do. Okay, wir halten am Plan fest, das finde ich gut. Na dann. We should head home. Start getting things ready. Get everyone caught up on the plan. Everyone except Ten. I warned you. Yes, das erleid. Hill, Willi, halt die Gosch. AJ and I will go find James. Ja. Good luck. Okay, dann suchen wir noch James. Das klingt noch einer Idee. Der kann für Ablenkung sorgen mit jede Menge Walker im Gepäck. Und wir zünden dann hier Vorräte, die wir eigentlich selber gut gebrauchen könnten. Aber wenn Vorräte brennen, um Himmels Willen, dann kann ich mal sehen, wie die Leute rennen, wenn ihr Existenzgrundlage flöte geht. Und bei den Pferden, naja, werden sie auch hinterher, aber wahrscheinlich nicht alle. So, how many walkers do you think James will help us get? 15, 100, 1,000. Clem, I don't. Ow, gunshot wound. It feels like someone pinched me from inside. Yeah. Here, let's rest a second. Was hat er dann, Claire? Hoppla, so, gucken wir mal, was er hat, Bu. Clem. I keep thinking, when Willie said all that stuff about Tim before, I got so mad. He was being mean, and Tim wasn't even there to defend himself. Yeah. I wanted to hurt him. I know I shouldn't, but I just can't stop thinking about it. That's klar, wish ist ja neu für ihn. I wanna just punch his head. I tried breathing, kicking rocks. I don't like this feeling. Wanting to hurt somebody. It's okay to get mad at people. You can't help that. But those thoughts have to stay in your head, okay? Richtig. Don't act on them. Ever. Wut runterschlucke hilft oft nicht, okay. Ne? AJ wird sich daran erinnern, aber man kann in Gewalt. Gewalttätig kann mein Gedanke sein. Not what I think. Ich weiß nicht, ob das Hemingway war, der das gesagt hat, aber. Wie war das? I think I'm mad at Tin too. Ein Roman ist das umfassende Geständnis eines Mannes, der nichts getan hat. Bleibt halt alles im Kopf. Willie started yelling at him instead of helping him learn. Why don't the other kids know all the stuff we know? Tja. There's a plan, you have to follow it. Sie waren behütet, ja. Sie hatten andere Probleme. It just makes them not listen. Well, why don't we teach them? They're smart. Someone just has to show them what to do. Yeah. I want Tim to know how to be safe. We can show them how to be smart, like us. Das It's klingt doch noch ein Plan. People are so different. It is Erickson's boarding school for troubled youth. Troubled youth? Trouble like bad? So they did bad things? Why? Okay, sometimes they do them because bad things happen to them. I knew a doctor once, back when you were just a baby. He called it trauma. You have some too, you know. The thing where people can't walk up behind you. I don't like my trauma. I want to get it off of me. Das war wohl der Arzt von der New Frontier, glaube ich, den Zement.
I don't even like the way the words sound. Du gibst ihm eins auf die Fresse. Tja. It's really, really hard to do by yourself. A lot of people can't without some help. Like from a doctor? AJ wird sich daran erinnern. Sure, but those are rare these days. Or like the school, right? It was supposed to help with people's trauma. Mhm. Yeah, it was. And now they help each other. Das sind nochmal ein paar gute Lektionen, denke ich, die ich ihm gegeben habe. I like Tim the most, I think. Even if he does dumb things. Ja, der ist ja auch in etwa in seinem Alter. I think he's my first real friend. Oh yeah? I thought I was your first real friend. Well, yeah, but you don't count. You're old. Du bist alt. Die ist vielleicht 16? He's my second first real friend. Wie alt wird sie dann sein? 16 und vielleicht 17 und wenn es hochkommt 18? So großartig alt kann sie noch nicht sein. Ich denke eher 16. Aber wie das ein 5-, 6-Jähriges sieht. Okay. Schimmel die Dimmel. Da müssen wir ja relativ nur bei James sein, wenn nur ein paar Walker sind, ne? Ich befürchte, dass wir da relativ in der Nähe schon dazu sind. I don't see James. Just monsters. James. Da ist er doch. Sehr gut. You're hurt. The Raiders do this? It looked like they had people from your school. Mm-hmm. That's what happened, man. Why are you here? Those people you saw, we're going to save them. But to do that, we need your help moving some walkers. Aber das macht. I could maybe help, but my mask is still in the camp. Oh. Inside my bag. Okay, verflixt. Can't pass through a herd without it. Ja, ohne die kann er die magische Tricks nicht abziehen. Okay, then let's go get it. Please, I just ask that you don't kill them, the walkers. If you distract them, I can sneak over and find my mask. Okay. Distract all of them. Please. Ja gut, wir brauchen, wenn wir es aus einem pragmatischen Grund sehen, wir brauchen die Walker sowieso als Ablenkung. Je mehr, desto besser. Wenn du zum Betäuben vom Beißer nur Kreis benutzt, da fühlst du James bitter. Ich finde, wir brauchen die sowieso. Insofern, ja, wir brauchen die Walker als Ablenkung. Insofern, ja. Ups. Halli, hallo, hallöle. Ups, renn doch, Clementine. Renn, renn, renn. Ups. Zu viel auf einmal, zu viel auf einmal. Ja. Oh, okay, glücklicherweise hat es gereicht. Did you find your mask? I can't find it. The horses must have... There. Und sie irgendwo im Baum drin, oder was? Shit. We have to run. Hey, over here! Oh oh! AJ! No, there are too many of them! Der braucht seine Maske und dann kann er so gezielt wieder weglockern. Oh, Mann! Und? Gibt's nur zu sabbern, du Buckelknecht? So. Das müsste ordentlich Radau machen, ja. Ah, na, wie die sich bewegen. Alter Falter. AJ, are you okay? Yeah, no bites. James hat bemerkt, wie du die Beißer verschonst. I know it would have been easier to kill them. You're kind. I appreciate it. Ja. Really. Dein Verhältnis zu James hat sich verändert. Trophäe erhalten in Kupfer. Gnade.
Was war denn du? Baseball card oder was? Thank you. Altes Foto? For helping me get this back. Bleh. Pfui Teufel. Now, how will Walker save your friends? They're being held captive on a boat not too far from here. We can't sneak on board without cover. Not without the raiders gunning us down. Yo. You want to use walkers to hide? To sneak on board their ship? That's insane. Hm. It's our only chance. Ja, ich weiß, das sind deine beste Freunde, die Walker, aber bitte hilf mal. I have something I need you to see. So you can understand what you're asking. Okay. James. We still need his help, right? Ja, schon. Yeah, we do. Und wenn er nicht hinguckt, dann murksen wir ja auch die Walker ab, weil dann sind sie Bedrohungen. Aber jetzt brauchen wir sie gerade als Ablenkung. Insofern habe ich halt die Walker jetzt gekillt. Jetzt schauen wir mal, was er uns zeigt. Wieder irgend so, ist so ein Whisperer-Ding. Ach Gott. Aber anscheinend hat er die Philosophie von dem Whisperer aufgenommen und ist nicht allzu gewalttätig wie der Rest von seiner Gruppe. Oder seiner Ex-Gruppe. Ach ja. Alte Kerche oder was? Hat er da ein paar gesammelt? Nee. Kann ja sein, dass ein paar drinnen sind. Also, alte Scheier. Hm? Folge James. Ja, aber erstmal gucken wir uns um. Zwecks Sammelgegenstände und kruscht. Renn, Klemm. Das ist nix. Ja, wir gucken uns mal wieder gründlich um. Bevor wir mit dem freundlichen Whisperatorei gehen. Erstmal immer die Ränder abgucken. Vielleicht finde ich ja das mal alle Sammelgegenstände. Ah, Maske. Bitte keine Hautmaske. Was so? Das ist doch keine Maske. Beatnik. The Beatnik. Beatbruder, einer von Disco Broccolis Freunden. Okay. Der Beta-Bruder. Okay, also immer hier N Gegenstand scheinbar gefunden zu haben. Vielleicht ist der was für AJ. Salzlecke. Oh, das gibt natürlich ganz böse Erinnerungen. Wir erinnern uns nur an Staffel 1, Folge 2 mit der Sam Johns, wo Larry seinen Herzinfarkt im Kühlraum gekriegt hat und Kenny ihn einfach mit Lees Hilfe, ich habe nur dabei auch Käufer, Larry der Schädel verbädelt hat und das war ziemlich hässlich. So haben wir Larrys Schädel verbeult, damit er nie mehr als Walker aufsteht und das war jo Lillys Vater, wie wir wissen. Ach ja. Clem, what's this? Und Clementine war auch mit dabei. Salt Lake. Salt Lake. Ugh. Sounds gross. Or maybe it's actually good, like chips. Those are salty, right? Like the snack bag in the car. Wisst was? Go ahead, lick it if you want to. Man erschlägt oder mit nicht nur Larrys. Gross. It tastes nasty. Well, now you know. Richtig. Learning sucks. Ja, learning by doing. Das wird das nicht noch einmal machen, denke ich, ne? Trophäe erhalten in Kupfer. Hast du daran geleckt? Okay. Ja, ich würde sagen, so lernt man es eigentlich am besten. Du fragst dich sonst immer nur, ja, musst du, wie schmeckt dann das? Und wie ist das so? Vielleicht könnte ich das ja auch verwenden. Und wenn es halt überhaupt nicht so der Fall ist, dann wisst du Bescheid. Wie gesagt, für Pferde ist das toll und für andere Tiere, aber es ist, man kann damit auch Larry-Schädel einschlagen. So. Okay, ist sonst schon irgendwas? Wenn nicht, dann würde ich nämlich sagen, ihr liebe Leute. Ah, da ist dann noch was Strommast betrachter. Must have had electricity here once. Ja, ursprünglich, klar. Da werde ich nämlich sagen, ihr liebe Leute. Ich mache jetzt gleich meinen Cut und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play The Walking Dead, die letzte Staffel auf Pelzig. Wo uns James dann irgendwelche tolle Sache hier in der Shire zeigen wird. Entweder hat er hier ein paar Walker eingesperrt
Oder bist der Teufel was? Wir werden es immer mal erfahren, denke ich. Ich sehe nämlich doch schon, wie sich hinter der Bretter was bewegt. Also, ich schätze tatsächlich, er hat so wie in Staffel 2 von der Serie auf Herschel Greens Farm, wo die ganze Walker von ihm in der Shire Eye gesperrt worden sind, um sie dann, wenn das Ganze heilbar ist, wieder heilen zu können, in der lustige Idee, denke ich, dass James auch eine ähnlich fixe Idee gehabt hat und wahrscheinlich hier seine eigene Privatarmee gezüchtet hat, indem er die Walker hier in Sicherheit gebracht hat. Für die Whisperer ist das nichts Neues. Die Whisperer haben ja auch im Prinzip in einer Ecke hinter ihrem Camp, in einem alten Stadtteil oder in einem Dorf, aber tausende Walker versammelt, um dort damit auch als Angriffsheer zu agieren. Insofern wird es mich nicht wundern, wenn James die Attitüde von seiner alten Gruppe nicht ganz abgelegt hat, auch wenn er mal eher ein Pazifist zu sein scheint im Vergleich zu Alpha und Beta. Na gut, wir finden es dann übermorgen raus, aber ich glaube, ich bin mal ziemlich sicher, dass da Walker drin sind, die er gesammelt hat. Ob er uns reinschmeißt oder ob er sie dann benutzt, werden wir sehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Euer Yankee.